Hallo und Halleluja, meine Lieben. Erstmal danke für eure Abstimmungen, auch bezüglich des Webinars, was ich anbieten möchte. Ich werde dann nochmal in mich gehen und werde nochmal hier so meine Sachen regeln und gucken, wo ich in, wie lange bin ich denn hier noch, wo ich hier bin. Auf jeden Fall eine gute Woche. Also ich werde erstmal hier meine häuslichen Sachen regeln und eventuell verlängern, wenn es geht. Und wenn ich hier das Stationäre geregelt habe, dann werde ich da nochmal bezüglich des Webinars vom Opfer zum Schöpfer auf euch zukommen. Wenn euch das interessiert, drückt gerne mal aufs Herzchen. Und wenn ihr dabei sein wollt, zeigt schon mal Commitment an euch selber. Ihr seid der Schöpfer. Und ich öffne einfach nur den Raum, dass ihr schöpfen könnt. ja, das Ding ist ja wirklich, und das wird mir mehr und mehr bewusst, was der Mensch, der braucht gar nicht so viel. Man muss dem Menschen gar nicht sagen, was er tun soll. Soll man auch gar nicht, mache ich ja eh nicht. Man darf jemanden inspirieren, aber jeder soll die Antwort aus sich finden. Und dieses Jahr, und das geht häufig schon, wenn man einfach nur den Raum öffnet und diese Möglichkeiten quasi damit eröffnet. Also man öffnet eigentlich einen Raum, der einen selber mit der eigenen Seele verbindet. Ja, und das, da wird mir immer bewusster auch, was es auch für einen Mehrwert hat, wenn einfach auch diese Menschen oder Menschen mit dem gleichen Thema sich in einem Raum versammeln, auch digital. Weil man bündelt seine Energien und die Energie, die eigene Energie macht was mit dem anderen und andersrum. Also einfach sich digital zu versammeln und mit einer gewissen Absicht hilft im Endeffekt schon. Und dieses Jahr, und das habe ich jetzt heute Morgen auch so, wow, so krasse Impulse bekommen, das wird so ein richtiges Befreiungs, also es wird so ein richtiger Befreiungsschlag. Und wir haben ja das Feuer vom Drachen und dazu kommen die Gefühle, ja, und wir haben Wasser und Feuer. Ich beschäftige mich, also die Gefühle und dann auch den Drachen, das Feuer, Wasser auf Feuer, Wasser und Feuer. Und das ist eine unglaubliche Kraft, ja. Ich beschäftige mich auch gerade mit den Elementen, die sind ja auch alle in unserem Körper. Und da dürfen wir lernen, mit denen umzugehen. Ja. Auch Feuer, wenn wir das für uns und andere nutzen, dann ist es nicht mehr zerstörerisch. Ja. Und da werden sich dann auch die Elemente uns gegenüber anders verhalten, wenn wir uns verändern. Und das ist total spannend, was uns in diesem Jahr erwartet. Wo, glaube ich, auch wirklich viele so mit dem Kopf schütteln werden und sagen, hä? Was ist jetzt hier los eigentlich, ja? Und diese enorme Feuerenergie, die sich entfesselt und vieles transformiert, also auch Zerstörung ist ja immer Transformation. Nun auch Klimaerwärmung hat ja auch was mit dem Feuer zu tun. Also wenn Menschen ihr Feuer entfachen und sich erwärmen und in sich wärmer werden, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Erde. Und das ist immer was, was viele nicht berücksichtigen, dass unsere Gefühle einen ganz, ganz großen Impact auf die Erde haben. Ja, also unsere Gefühle steuern, bilden, beeinflussen die Erde. Aber da erkennt man häufig den Zusammenhang nicht. Man versucht immer, die Sachen in der Materie, in der Erde zu verändern und nicht im Menschen. Und es ist aber an der Zeit, dass jeder für sich Verantwortung für sich und seine Gefühle übernimmt und somit auch die Erde verändert und unterstützt. Nicht nur, indem man sagt, ja, ich mache jetzt eine Liebesmeditation. Nee, indem man auch die Gefühle ausmistet und lebt, die man nicht so gerne fühlt. Alle, auch die Wut, den Schmerz, Schuld, Scham. Und deswegen, wenn wir mit diesen Elementen ins Reine kommen, mit den vier Elementen,
Dann kommen wir auch an das fünfte Element. Das fünfte Element ist die Liebe. Und an dieses Element kommen wir aber erst dran, wenn wir mit den anderen vier, wenn wir die anderen vier Elemente quasi gemeistert haben. Und wenn wir uns mit denen versöhnt haben. Da denken sich jetzt viele, Daniela, du mit deinen Elementen. Aber in unserem Körper ist jedes Element vorhanden. Und guckt euch gerne auch den Film Das fünfte Element an. Da geht es um die Liebe und die anderen Elemente. Aber es ist eben wichtig, dass Liebe, die Liebe, von der ich immer die ganze Zeit spreche, nicht diese, oh, wir haben uns alle lieb, Liebe und oh, ich bin immer Liebe und ja, ich rede nicht von der Liebe. Allliebe bedeutet für mich die Summe aus allen Gefühlen und Liebe bedeutet auch mal jemanden fallen zu lassen im richtigen Moment, ja, weil das Ego will oftmals was anderes als die Seele. Das Ego will immer gepampert werden und sucht Hilfe. Manchmal möchte die Seele alleine weitergehen. Dann darf man aus Liebe zum anderen den anderen fallen lassen. Das ist eine der größten Formen der Liebe. Weil man dann der Arsch im ersten Moment ist und alle sagen, oder der Betroffene vielleicht sagt, du lässt mich fallen, du liebst mich nicht. Das ist Liebe. Auch aus Liebe zu sich selber. Und alles hat den Ursprung in uns. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, echte Liebe ist, wenn du dein inneres Feuerchen entfacht hast und wenn dein Herz brennt, ja, Menschen, die auch Antrieb haben, Leidenschaft, ja. Ich sage jetzt mal nicht so dieses Betäubte, so ich bin in meiner Liebe. Nee, also wenn du wirklich brennst, und das brauchen ja die Menschen auch den Antrieb und der entfacht sich dieses Jahr. Das ist auch die Wutenergie, nur darf man da eben lernen, damit umzugehen, dass man sich und andere nicht immer wieder verbrennt und wehtut, sondern dass man was Gutes mit dem Feuer macht. Feuer ist ja nicht böse, es ist was höchst Transformatives, aber es zerstört eben auch im ersten Moment viel. Das ist wie bei einem Vulkanausbruch, da denkt man sich erstmal so, boah, das Feuer hat alles zerstört, aber die Erde ist danach wieder fruchtbar. Und wir haben teilweise nicht so fruchtbare Erde, weil alles so ausgelaugt wurde und ausgebeutet. Und wenn da ein Feuerchen drüber hinwegfegt, ist es vielleicht erstmal das eine oder andere zerstört, aber dann ist die Basis wieder da. Ja, und so ist es bei uns im Leben auch, wenn wir häufig ein Leben haben, wo vielleicht ein paar Sachen aufgebaut sind. Ja, man hat Familie, man hat den Job, man hat ein Haus oder Kinder oder was weiß ich. Und das Fundament aber nicht Liebe ist, ja, oder die Seele was anderes möchte, dann kann es im ersten Moment so aussehen, als ob jetzt erstmal das ganze Leben einstürzt und auseinanderbricht und zerstört wird. Und dann denkt sich der Mensch, oh, es wird alles kaputt gemacht. Aber wenn was einbricht, wegbricht oder auseinanderbricht, hat es immer den Sinn, dass da dann das Neue, was gebaut wird, auf fruchtbaren Boden gebaut werden darf. Nur versteht es das Ego häufig nicht, weil das klammert an Materie oder an Menschen. Der Schmerz klammert, die Liebe lässt frei. Jeder, der mit seiner Liebe verbunden ist und es wird ihm was genommen, der wird sagen, okay, dann sollte das nicht mehr bei mir sein. Und deswegen ist auch dieses Jahr das Thema Loslassen, Transformation, Befreiung. Viele werden sich aus Abhängigkeiten befreien, wo sie vielleicht noch dachten, das ist Liebe. Und plötzlich merkt man so, vielleicht ist es keine Liebe mehr. Vielleicht war es auch niemals Liebe. Vielleicht ist es Wut oder Schmerz, aber vielleicht ist es keine Liebe. Und natürlich macht es auch kollektiv was mit den Menschen, weil diese Wahrheiten auch erstmal verarbeitet werden müssen. Nicht nur emotional mit dem Herzen, sondern auch mit dem Verstand. Und da wird der ein oder andere aussteigen und sagen, hey, nee,
verstehe die Welt nicht mehr. So ging es mir auch. Ja. Ich dachte auch lange Zeit, oh Liebe so, oh ich bin verliebt, weil es tut so weh. Irgendwann habe ich gemerkt, nee Daniela, ganz ehrlich, wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, jetzt wo du weißt, weil du es fühlst, dass Schmerz und Liebe nicht zusammenhängen sollten, Wut und Liebe auch nicht. Wut und Schmerz sind keine Liebe, sondern das Gegenteil. Auf was basierten dann deine Partnerschaften? Abhängigkeit ist übrigens auch keine Liebe. Okay, Daniela, warst du schon mal verliebt? Und ich habe dann bei mir ein klares Nein bekommen. Und ich bin jetzt... Wie alt bin ich denn jetzt? Oh Gott, ich glaube 37. Vergesse es immer. Ich bin 37, aber ich werde im Februar 38. Und dass diese Erkenntnis hatte ich vor, lasst mich lügen, ich und Zeit, schwierig, aber vor ungefähr 4, 5 Jahren, hatte ich diese Erkenntnis, Daniela, du hast noch niemals geliebt. Nicht andere und vor allem auch nicht dich. Weil wenn du dich auch nicht liebst, kannst du andere gar nicht lieben. Es ist technisch gesehen, kommt wieder die Technikerin in mir durch, es ist technisch gesehen nicht möglich, dass du andere liebst, wenn du dich selber nicht liebst. Es geht nicht. Weil alles hat den Ursprung in uns. Und viele Menschen hassen sich selber, wirklich. Viele Menschen hassen sich und ich kenne dieses Gefühl auch. Weil ich dachte auch oft, ich mache was aus Liebe zu mir, aber es war nicht aus Liebe zu mir, sondern es war eher so ein Hass- und Selbstzerstörungsprogramm. Und da habe ich mir auch viel geschadet selber. Das haben wir aber auch als Liebe kennengelernt. Und wenn das dem einen oder anderen auch bewusst wird, es ist natürlich auch so ein Schockmoment, ja. Aber wir Menschen brauchen auch Schockmomente, um aufzuwachen. Ich weiß auch noch damals, als ich mal in einer Beziehung war, wo ich belogen und betrogen wurde, von wirklich oben bis unten, hinten bis vorne. Ich bin da trotzdem nicht rausgekommen, ja, weil ich damals so in der Abhängigkeit war. Ich konnte mich nicht trennen, obwohl ich wusste, dass es so ist. Und mir auch jeder gesagt hat, ich wollte es nicht hören und ich wollte es nicht fühlen. Und ich habe dann wirklich Beweise gesammelt. Hört sich jetzt total krank an, aber so, ich meine, ich stehe auch zu meiner Vergangenheit. Ich habe dann wirklich Beweise gesammelt, weil mein damaliger Freund alles auch aufgenommen hat, auf Fotos, ja. Also so die Sachen, die er so getrieben hat, ja. Und ich musste es wirklich auf Bildern sehen, was da hinter meinem Rücken passiert ist. Und ich habe die Bilder gesammelt, mir die immer wieder angeguckt und mir gesagt, Daniela, wann wachst du auf? Ja, wann bist du bereit, das zu fühlen und das zu sehen? Und ich bin so dankbar, dass ich diese Bilder hatte, weil ich es gebraucht habe. Ja. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir dachte, Daniela, wie groß soll denn jetzt hier dein digitales Fotoalbum noch werden? Ja, reicht ja schon, dass du betrogen und belogen wirst und jetzt hast du hier auch noch Bilder als Beweismaterial. Wie viel willst du denn dir dann noch sammeln? Ja, willst du es dir ausdrucken und dich jeden Tag immer wieder neu damit verletzen, ja, und erniedrigen und demütigen? Das ist ja auch eine Selbsterniedrigung und Demütigung, wenn man sich sowas antut. Ein gesunder Mensch, ja, der würde in dem Moment sagen, hier Freundchen, ja, verpissikowski. So würde die Daniela heute reagieren. Ne? Heute passiert es mir aber nicht mehr. Und so geht es aber vielen, ja, dass man sein Herz und seine Augen verschließt vor der Wahrheit, weil man sie nicht hören will. Ich mag übrigens verpissikowski. Welcher aufgestiegene Meister hat da doch mich gesprochen? Ich glaube, das war die Lady Nada. Ja, die hat manchmal auch ganz schön Pfeffer.
Wir denken ja so, dieses Spirituelle ist so, so weichgespült und ja, und ich hab dich lieb und ich lieb mich und pipapo. Nee, da kann auch mal ein Verpissikowski oder leck mich am Popo kommen, ja. Oder ein freundliches Verpiss dich. Kann auch aus der Liebe kommen. Das ist nicht immer ein Gesäusel. Ja, es geht um das Thema dieses Jahr Feuer, Pfeffer, Selbstermächtigung, schon mit Wut konstruktiv umgehen, aber auch bestimmt Grenzen setzen. Ja. Und ich weiß noch damals auch, in meiner Situation, ja, wo ich es dann angesprochen habe, mit dem Betrügen und dem Belügen und die Bilder, die ich als Beweismaterial hatte. Wer wurde da als Bitch bezeichnet und beschimpft? Ich! Obwohl ich nichts quasi gemacht habe. Aber ich habe es erduldet und ich habe es mit mir machen lassen. Und deswegen erkenne in diesem Moment auch immer, dass Menschen, und ich habe das jetzt auch ich habe so ein paar Netflix-Dokumentationen angeguckt, auch über einen, der so Bilder klaut und der hat dann so erzählt, was er quasi, warum er reiche Menschen beklaut auch. Weil der eben nur reiche Menschen beklaut, weil er sagt, ja, die sind ja eh alle so und Reiche sind dekadent und die geben ihr Geld einfach aus für teure Sachen und die haben es nicht besser verdient. Ja, der hat richtig gegen reiche Menschen geschimpft. Aber was hat er gemacht nach jedem Raubzug und wenn er mal Kohle hatte? Er ist in teure Restaurants, er hat sich teure Frauen gekauft. Ja, genau das, was er in anderen erkannt hat, hat er in sich erkannt. Deswegen ist immer wichtig, egal, was einem selber passiert, dass man sich auch als Spiegel der anderen Person sieht. Und ich sage, der andere ist der Böse. Wie jetzt auch bei mir. Ich wurde ja betrogen und belogen. Aber das konnte nur passieren, weil ich mich selber belogen und betrogen habe. Ich wurde von Menschen gehasst. Ich hatte teilweise auch wirklich Angst um mein Leben, weil mir gedroht wurde. Das war aber nur, weil ich mich selber gehasst habe. Und das war dann, die anderen waren nur der Spiegel meiner selbst. Deswegen ist auch immer wichtig, wenn man Grenzen setzt, dass man sich immer auch die Frage stellt, warum stehe ich mit solchen oder so jemandem in Resonanz? Und dass du wirklich dir die Menschen anguckst, was die in anderen erkennen. Dann habe ich auch noch einen Film auf Netflix gesehen, da ging es um so ein Jugendcamp, wo die anscheinend zu besseren Menschen erzogen werden sollten. Und der Leiter hat immer gesagt, die Jugendlichen sind so manipulativ, da muss man aufpassen, die sind alle manipulativ und so manipulativ, man hat nur gehört, dass er in anderen Manipulationen erkannt hat. Und irgendwann kam raus, er ist der Manipulative, er hat alle manipuliert. Aber er hat es nicht in sich erkannt, sondern in den anderen. Weil wir sehen die anderen nicht so, wie sie sind, sondern so, wie man selber ist. Also kannst du dir auch im Umkehrschluss vorstellen, dass noch keiner oder wenige vielleicht deine Göttlichkeit erkannt haben, weil sie sie in sich nicht erkannt haben. Und erst wenn ich in mir meine Göttlichkeit erkannt habe, kann ich sie auch anderen selber zeigen, die eigene. Vorher ist es auch rein technisch gesehen gar nicht möglich. Naja, jetzt habe ich mich wieder verquatscht. Ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen offline gehen. Aber es sind wirklich wichtige Sachen, die jetzt passieren. Auch zum Frühlingserwachen. Lass uns mal überraschen. Leben im Hier und Jetzt, aber haltet alles für möglich. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und alles, was passiert, ist ja immer gut. Ja, also Angst brauchen wir eh nicht haben. Es passiert nichts, was nicht passieren soll und was nicht zur Heilung dient. Ja. Deswegen freuen wir uns auf alles, was kommt.